Hallo und willkommen zurück zu Starshine Legacy, Episode 2, Level 4. Wettlauf zurück zum Stall. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Der üble Mr. Sands ist in irgendwelche dunklen Machenschaften verwickelt und scheint entschlossen, den Damm von Jorvik zu sprengen. Wer ist dieser Regierungsvertreter, der auf einmal in Jorvik aufgetaucht ist? Und welche Verbindung besteht zwischen den Sternen und dem Meeresgrund draußen vor der Küste von Jorvik? Einer von Mr. Sands üblen Kumpanen ist auf dem Weg zur Reitschule, um Hermann etwas anzutun. Linda und Meteor müssen alles daran setzen, um vor ihm dort zu sein. Okay. Das wird jetzt ein rasanter Ritt. Wettrennen zur Reitschule von Jorvik. Wir müssen es schaffen, rechtzeitig in die Reitschule zu kommen, um Hermann zu warnen. Wir könnten eine Abkürzung über die Wiese nehmen, dann sind wir bestimmt vor diesem Gaunern da. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel Zeit habe, das vorzulesen. Da ist auf jeden Fall ein Stern. Lisa ist auf jeden Fall schon weit voraus. Beeil dich, Linda. Ja. Ja. Warte doch nicht auf mich, reite doch schon mal vor. Dann schafft's wenigstens einer. Vorne ist ein Stern. Vielleicht sollte ich das lassen mit den Sternen. Ich glaube, das endet nie gut. Ich bin ja eh schon nicht die Beste in diesen Rennen. Und wenn ich dann noch Sterne sammle. Wenn sie nicht auf dem Weg liegen, lasse ich sie jetzt lieber. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, dann mache ich es doch nicht, aber ich probiere mich mal dran zu halten. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Müssen wir vor Lisa eigentlich sein, um das Rennen zu schaffen? Hier geht noch ein Weg lang, aber da müssen wir anscheinend nicht hin. Wäre aber auch mal interessant zu erfahren, was da ist. Aber ich glaube, das führt einfach nur in den Wald hinein. Ja, Lisa ist weg. Die ist schneller als wir. Und jetzt kommen wir. Was sind denn das für riesen Vogelscheuchen? Wow, die sind ja echt riesig. Lisa, warte. Nee, eigentlich ist ja besser, wenn sie schon mal vorreitet. Aber mir fehlt so ein bisschen spektakuläre Musik, muss ich sagen. Also vor in den Rennen hatte man immer so voll die Musik, die einen so angetrieben hat. Schau, da auf der Brücke, das ist das Auto. Wir müssen uns noch mehr beeilen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ja, mir fehlt irgendwie die Musik ein bisschen. Das Blöde ist halt, Meteor kann halt nicht schneller reiten. Also ich drücke nach vorne, aber es geht nicht schneller. Es geht wirklich nicht. Linda, schau mal da unten rechts, schon wieder das Auto. Oh, jetzt habe ich es auch gesehen. Lol. Ja, du hast recht, wir müssen noch viel schneller reiten, wenn wir es schaffen wollen. Ich gebe mir doch schon Mühe. Jetzt müssen wir einen Zahn zulegen, Linda, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig. Ja, hetz mich doch nicht. Warum packen die überhaupt einen Stern da an die Seite hin, wenn man es dann gar nicht mehr schaffen kann? Mann. Aber wenigstens hat sie jetzt kurz gewartet. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Noch sehe ich das Auto nicht. Ich darf jetzt nur nicht wieder irgendwo hängen bleiben, so wie ja, so wie jetzt zum Beispiel. Oh Lol. doch, jetzt sehe ich das Auto. Los jetzt, Linda, du gehst zu den Ställen und suchst Hermann. Ich versuche inzwischen irgendwie diese Gauner eine Weile aufzuhalten. Ist gar nicht so einfach zu lesen und hier. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja!
Puh, das haben wir gerade noch rechtzeitig geschafft. Yes! Ja! Wuhu! Level 4 wurde abgeschlossen. Ja, war wieder ein sehr kurzes Level jetzt. Ich mache gleich das nächste Level schon. Weil das jetzt sehr kurz war und wir das Rennen zum Glück nicht nochmal machen mussten. Oh, da ist Fripp! Ich glaube, wir treffen jetzt auf Fripp in Level 5. Das Geheimnis der alten Ruinen. Im Moment geschehen so viele Dinge in Jorvik. Jemand will die Stadt zerstören und der zwielichtige Mr. Sands und die Firma Darkoa scheinen in diesen schrecklichen Komplott verwickelt zu sein. Was geht in Jorvik vor und welche Rolle spielen Linda und die anderen Mädchen? Und welches Geheimnis verbirgt sich hinter Meteor? Vielleicht ist es Rätsels Lösung bei den anderen Mädchen zu finden und bei Hermann. Man hat übrigens gerade gesehen, dass das schon Spielstand Level 7 war. Das liegt daran, dass ich das Spiel ja vor ein paar Jahren schon mal gespielt habe. Und ich spiele es auf dem gleichen Computer. Und deshalb ist dann noch ein alter Spielstand. Nur, falls sich jemand wundert. Reitstall von Jorvik, Dämmerung. Ja, dann gehen wir mal zu Mr. Hermann. Hi Linda, ein bisschen spät für einen Ausritt, was? Es wird ja schon dunkel. Hermann, du bist in großer Gefahr. Du musst dich verstecken. Die Leute von Mr. Sands sind auf dem Weg hierher, echt finstere Gesellen. Und sie wollen dir an den Kragen. Was redest du denn da, Linda? Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Vertrau mir einfach. Du schwebst in Gefahr und du musst dich sofort irgendwo in Sicherheit bringen. Okay, okay. Beruhige dich. Wir gehen in den Stall und verriegeln die Türen, wenn du dich dann sicherer fühlst. Aber du musst mir dann schon erklären, was hier eigentlich los ist. Hey, was ist das? Da ist jemand am Tor. Ach ja, ist Lisa. Lisa! Endlich, ich hab's geschafft. Das Auto von Mr. Sands ist gleich hinter uns. Okay, Mädels, verbarrikadieren wir uns im Stall. Aber dann habt ihr beide mir einiges zu erklären. So, die Türen sind fest verriegelt. Jetzt können sie uns nichts mehr anhaben. Also, was soll dieses ganze Gerede über finstere Gesellen und Mr. Sands? Schwer zu erklären, das ist alles so eigenartig. Irgendwie können wir mit unseren Pferden sprechen und... Linda hat so komische Zukunftsvisionen und Mr. Sands ist der Anführer einer Bande von Männern, die uns Übles wollen. Und Jorvik auch. Ja, wir haben in Pine Hill einiges entdeckt. Mr. Sands und seine zwielichtigen Leute waren auch da. Und sie sprachen von einer Bombe und einer bevorstehenden Katastrophe, die Jorvik treffen wird. Und zwar schon morgen. Nun beruhigt euch mal, Mädels. Aber ihr habt recht, es sind seltsame Dinge im Gange. Bisher war ich mir nicht ganz sicher, aber... Alle Zeichen deuten darauf hin. Ihr seid zwei der Auserwählten, zwei der vier Helden, der Seelenreiter. Oder Soul Rider. So? Was? Wie? Wovon sprichst du denn da? Ich werde euch von der Prophezeiung der Seelenreiter erzählen. Ich glaube nicht an Magie, aber euch umgibt etwas ganz Besonderes, genau wie Alex und Anne. Er glaubt also nicht an Magie. Haha. Laut der Prophezeiung... birgt unsere kleine Insel einige uralte, grauenvolle Geheimnisse. Mein Großvater hat mir immer erzählt, dass sich in Jorvik alle 100 Jahre ganz schreckliche Dinge ereignen. Und nun scheint es wieder soweit zu sein. Jetzt, wo ihr vier Mädels euch angefreundet habt. Lisa kann Wunden heilen, Linda kann in die Zukunft schauen. Und Mr. Sands zeigt seine wahre, böse, dunkle Seite. Das ist alles so rätselhaft. Was können wir denn tun? Ihr müsst herausfinden, ob die Prophezeiung zutrifft und euch alle vier darüber klar werdet, über welche Kräfte ihr verfügt. Aber wie sollen wir das denn anstellen? Jorvik ist in Gefahr. Morgen wird hier eine Bombe hochgehen. Ich glaube, ihr habt die Macht, diese Katastrophe aufzuhalten. Morgen ist schulfrei, also habt ihr am Vormittag Zeit, nach Hinweisen über die Seelenreiter und die Bombe Ausschau zu halten, von der ihr dauernd redet, vor dem großen Turnier. Moment mal. Also mal abgesehen davon, dass er sagt, so ja, morgen schulfrei, ansonsten müssten wir halt alle sterben mit der Bombe. Aber wenn morgen schulfrei ist, warum musste Linda dann vorhin in der Schule so viel für morgen vorbereiten? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber gut, schauen wir mal weiter.
Du hast recht, aber wir müssen uns aufteilen. Ich gehe zu der alten Ruine im Wald und versuche, die Symbole zu entschlüsseln. Lisa, du und Anne versucht herauszufinden, was es mit Pine Hill auf sich hat. Ich wette, da oben gibt es eine Menge zu entdecken. Alex kann Mr. Sands folgen und beobachten, was er vorhat. Wenn jemand was über die Bombe herausfindet, telefonieren wir. Ein genialer Plan. Wir fangen gleich morgen früh damit an. Gut. Und ich überlege, was ich tun kann, um euch zu helfen. Die Leute von Mr. Sands sind inzwischen weg. Ich werde euch beide nach Hause fahren. Ihr solltet früh schlafen gehen, damit ihr morgen fit und ausgeruht seid. Am nächsten Tag, früh am Morgen. Ach, ich dachte, jetzt ist schon wieder ein Level vorbei. Das ist der Ort. Ich muss mir mal die Symbole und Inschriften genauer anschauen. Aber wenn sie... Also, was ich mich jetzt gerade frage, wenn die wirklich davon ausgehen, dass eine Bombe den Staudamm zerstören soll, warum alarmieren die nicht... Also, ich weiß nicht. Ich finde, die gehen ein bisschen zu cool damit um. Okay. Jetzt ist die Frage. Ich kann die Symbole besser erkennen, wenn ich nicht im Sattel sitze. Ich steige lieber ab. Ja, aber ich möchte gerne hier hinten noch gucken. Okay, man sieht nichts. Das ist ein Stern. Da ist nochmal ein Stern. Du kannst jetzt nicht absitzen. Doch, jetzt. Ich will mir den Stern noch einsammeln, Mann. 4 Punkte im Mittelpunkt des Symbols leuchten mit einem magischen Licht. Ja, ja, gleich. Oh, toll, ich brauche doch das Pferd. Ich mach gleich. Hallo? Oh, ich wollte doch nur den Stern. Okay. Mann. Geh ich ja wieder zurück. Ich glaube, Meteor will nicht so wie ich. Hä? Komme ich da jetzt gar nicht mehr hoch? Wie bin ich denn da gerade eben? Ach, gerade eben bin ich, glaube ich, nur vorbeigeritten. Nicht durch den Steinkreis, oder? Weil, doch hier geht. Okay. Ja. Der hat mich gerade so angelächelt und wir haben auch keinen Zeitdruck. Und ich musste ihn ja nicht erst suchen. Deshalb habe ich ihn jetzt eingesammelt. Gut. Jetzt... zum eigentlichen Geschehen. Das ist Fripp. Linda, du bist eine der 4 Seelenreiterinnen. 4 Mädchen, die die Zukunft verändern werden. Zusammen mit euren Pferden seid ihr ausersehen, diese Insel vor dem Bösen zu schützen. Eine von euch hat die Kraft zu heilen und Leben zu bringen. Linda, du hast die Gabe, in die Zukunft zu sehen und den Gang der Ereignisse zu beeinflussen. Auch Alex und Anne verfügen über besondere Kräfte, aber welche das sind, müssen sie selbst herausfinden. Sie sind noch nicht bereit. Aber wenn ich in die Zukunft blicken kann, warum kann ich da nicht sehen, wann die Bombe explodieren wird? Das kannst du, wenn du dich nur stark genug konzentrierst. Versuche es. Ich finde es ja auch witzig, dass sie jetzt sich gar nicht darüber wundert, dass da auf einmal so ein blaues Eichhörnchen sitzt. Okay, ich werde es gleich mal ausprobieren. Ich werde mich jetzt total konzentrieren. Was steht da? 042. Wow, ich habe sie gesehen. Sie ist im Damm versteckt, in der 2. Ebene, und der Zünder wurde bereits aktiviert. Das heißt, die geht dann gleich hoch, oder? Aber müsste sie... Du hast es geschafft, gut gemacht, Linda.
Ich muss unbedingt zum Damm und das Ding rechtzeitig entschärfen. Es ist nicht weit weg von hier, also mache ich mich gleich auf den Weg. Dazu muss ich die anderen nicht informieren, benachrichtigen. Jetzt habe ich schon vorausgelesen. Level 5 wurde abgeschlossen. Naja, also ich würde die anderen ja schon benachrichtigen. Das dauert ja auch nicht so lange, aber okay. Das heißt, in 42 Minuten geht wohl die Bombe hoch, so wie es da jetzt aussah. Aber das werden wir dann im nächsten Video erfahren. Bis dahin, tschüss!